Eisig ist es in Mönchengladbach. Dabei feuert die Borussia in diesen Tagen zweierlei an. Das anstehende Derby gegen Düsseldorf zum einen, aber vielmehr der laufende Rechtsstreit mit der Fortuna. Der Verein verklagt den Bundesliga-Rivalen aus Düsseldorf wegen einer angeblich ausstehenden Zahlung. Hintergrund? Die Fortuna lieh im Sommer 2011 Tobias Levels für 100.000 Euro aus Mönchengladbach aus. Der Vertrag enthielt eine Klausel, laut der 50.000 Euro bezahlt werden müssen, wenn die Ausleihe verlängert wird. Da die Fortuna Levels aber schließlich kaufte, sieht sie die Forderung als unberechtigt an. Ein schwebendes Verfahren. Trainer Lucien Favre konzentriert sich daher vornehmlich auf die sportliche Auseinandersetzung. Ich denke, es ist nicht, dass Düsseldorf sehr nahe so es ist ein Derby, klar, aber das hat nichts zu tun mit wenn sie wollten vorher, ja, das ist kein Vergleich mit einem anderen Namen, das ist klar, momentan. Ja. Das ist ein Spiel, wir wollen eine gute Leistung bringen, jedes Spiel ist wichtig sowieso. Wenn am Samstag das Derby im Borussia-Park steigt, ist es bereits das dritte Mal in dieser Saison, dass Gladbach auf Düsseldorf trifft. Ein weiteres Mal wird dann abseits des Platzes stattfinden. Im April soll es im Fall Levels einen Verhandlungstermin vor dem Düsseldorfer Landgericht geben.